Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Imperium Galactic Survival. Das letzte Mal machen wir einfach mal, tun wir mal so, als hätte es nicht stattgefunden, aber trotzdem sind Coach, Hippo und Xar wieder dabei. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ja. Und da wir noch nicht genug aufs Maul bekommen haben, wollen wir jetzt zum Spaceport. Ja, wir wollen uns richtig aufs Maul hauen lassen. Ja, nee, eben. Jetzt wollen wir mal, weißt du, das war ja alles nur Kindergarten bisher, jetzt wollen wir mal so richtig vermöbelt werden. Was ja. Läuft denn hier? Achso, Alien. Aber netter Alien, so. Spaceport. Warum sehe ich ihn wieder links, nix? Links, Schwenk, Marsch. Ich muss warum sehe ich, warum seh ich nicht? Warte mal, ach. Habe ich noch die UI halb aus? Ja, habe ich noch. Ich hätte ja so ein bisschen, also vielleicht wäre es ganz intelligent gewesen, wenn ich irgendwie... Alter, ein Licht eingebaut. Alter. Da kommt grünes Zeug. Grüner Sapper. Links, rechts ist weg. Boah, ich werde von den anderen da hinten geschossen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss ich noch hab, ne? Ja, rechts. So, ist auch weg, ne? Das ist auch weg. Wow. Ich glaube, wir haben sie alle. Na dann, lande mal hier vor. Ja, das letzte, was ich gerade beschossen habe, Coach, war das Fortress. Da ist noch einer, oder? Nee, da ist. Taumelst du auch so? Nee, ich bin nur gerade aus der Sicht in die Wand geflogen. Ach, du landest doch jetzt nicht da oben. Wie billig ist das denn bitte? So ist das billig. Mach mal ein bisschen Platz, dann will ich ja auch noch hin. Flieg mal ein Stück vor noch. Oder an die Seite, auch gut. Und? Das ist super hier. Ja, nee, ist fantastisch. Aber ist dem Coach sein Flugzeug wieder auf Dauerfeuer geparkt worden? Achso, diesmal höre ich nicht. Du saus. Moment. Oh, deine Scheibe ist übrigens leicht defekt. Meine? Ja, ich bin... Nee, die von Coach. Achso, ich bin dezent ramponiert, aber auch. So, jetzt wo gehen bin wir rein? Zusammen? Gemeinsam? Ich bin gerade auf der Suche nach der Tür. Ja, die Tür ist hier drüben bei Couch. Worauf schießt du da? Ja, okay. Wir haben den Eingang. Wir haben einen Eingang. Ja, ich bin da. Ich habe auch einen Eingang. Ja. Vielleicht dürfen wir einen Xar wieder irgendwo rausoperieren. Ich sehe schon. Das war für ihn viel cooler, wo wir die ganzen Aliens da auf dem Balkon erledigen konnten. Wenn die uns jetzt hier so begegnen, haben Vorsicht. Wir echt... Warte mal kurz. Was? Nee, doch nicht. Ist dahinter... Was ist mit dem Schalter? Was passiert denn da? So. Bin wir nix, ne? Nimm mal die große raus. Das war gut. Da. Lass mal hier. Ja. Wo ist denn der Xar schon wieder hin? Ja, weg. Kommst du mal hier hin jetzt oder? Warte, Cole, geht dir auf die Tür? Nee, ne? Nee. Ja, warte, dann warte mal, ich kann aber hier probieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Bleib mal. Bleib mal. Geht jetzt auf? Ja, das war natürlich. Ja, das war wieder eine typische Wir-Aktion. Ja. Kann man das hier irgendwie aufmachen? Dieses blaue? Dann brauchen wir auch nicht in die Richtung, weil dann wird da nur euer Raumschiff stehen. Also das ist. Ja, nach unten hier. Dann müssen wir wohl nach unten. Wer hat denn hier schon ganz nach unten geschossen? Ich glaube, ich muss hoch, wenn ich das hier so höre. Ich hab hier mal ein paar Typen. Wo kommt er denn her? Ja, von oben. So ein Falltür-Loch-Dingsbums, da kam der einfach rausgewankt. Ist er gelootet? Hat jemand gelootet? Ich hab nicht gelootet, ne. Okay, dann mach ich das. Ja. Damit. Die sind überall die Schalter. Wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt? Ach da! Wie was? Das ist der Schalter. Tschüss. Aha. Ach. Was? Ihr macht mich fertig, wo sind wir jetzt hier? Die hast du gelootet, die Jungs hier, oder? Nein, einen. Die hier hinten noch nicht. Was?
Multiwerkzeug, ja, voll mega. Geht's hier jetzt weiter? Wo geht denn hier hin? Hier ist doch einer gerade vor mir reingelaufen. Wo ist denn der jetzt hin? Wir müssen doch hier durch die Tür, oder? Da? Dreh durch. Hm? Durch die blaue? Astra, nee, ich bin gerade durch die Tür gegangen, jetzt bin ich unter der Basis. Oh, ich bin auch unter der Basis. Oh, oh. Hi, Hippo. Oh, oh. Hallo. Aber von hier unten kann man super die restlichen Aliens ausschalten. Was ist denn das für ein... Bin ich wieder oben. Aua. Hinterm Alien. Warte mal, kann ich von hier unten auch looten? Alter, ich hab noch 17. Ja, ja, sicher kann ich. Oh. Du musst einfach mit dem Jetpack hochspringen, Hippo. Dann bist du wieder oben. Ja, ich komme hier von unten an alle Loot-Container dran, das ist gut. Soll ich den Kern? Lass den Scheiß nicht rumcheaten! Was ist mit der grünen Tür hier? Machen wir die mal auf. Oh, oder ist das der grüne Schalter? Nö. Nö. Machen wir den mal auf. Wie viel braucht die denn? Also dein Plan mit dem Jetpack, der funktioniert bei mir irgendwie nicht. Doch, doch, dann so ein bisschen vor. Nicht nur einfach. Oh, hallo. Hi. Wir haben doch hier noch nicht alles. Loot. Ja, hier ist noch eine blaue Tür. Wir hätten noch eine blaue. Ach, hier, da ist noch ein. Da ist schon einer. Ja. Hier ist der Kern. Leute. Wo ist der Kern? Ja, ich entsorge den Kern. Du bist da schon mal vorbeigelaufen, Koja. Hier, hinter. Hier. Achtung. Ach, Feuer. Kern. Aua. Geh da mal weg, Herr. Das ist doch wieder die Gitter, die sind doch wieder kaputt. Das Rolltor geht aber kaputt hier. Eben, das meine ich doch, oder? Das Rolltor muss doch gehen. Aua! Ja, jetzt. Oh, da ist noch so ein Gitter. Ah, ne, jetzt ist er weg. Aber der Kern ist weg. Kern ist mit weg. Ja. Da hinter euch Selbstschussanlage? Ah, gut, wir haben keinen Strom mehr. Ja, wenn er keinen Strom mehr hat, ist hier kein Strom. Das mehr. Deshalb tat so weh, wisst ihr? Ich hab mich schon gewundert. Alter Schwede, ey. Ja, dann Rose abbauen, ne? Schauen wir mal, was die Basis noch so hat. Zurück zur Basis. Ich hab's auf reparieren, das ist natürlich doof, wenn ich was. In der Tat. Etwas, ja. Es gibt jetzt nicht ganz so viel her, aber. Also so der Mega-Loot war jetzt hier auch nicht dabei, ne? Dann machen wir noch die Space. Raumstation. Moin, zu mir. Wo bist du? Einmal hier. Tag werden auf diesen verfluchten. Wo warst du denn? Aber ich hab dich doch gerade noch gesehen hier. Ja. Ach da, geh mal hier links rein, bitte. Da, hier, ich hab dir was abgebaut. Da sind Kupferbarren rausgefallen. Achso, ich hab hier oben. Tragen. Hier. Schon nicht. Hier, wo ich bin. Wo bist du? Du bist doch gerade an mir vorbei. Hier. Danke. Ist auch immer sehr schön. Wo bist du? Ja, hier. Du bist doch da gerade schon an mir vorbeigelaufen. Das ist eine meiner Lieblingssachen einfach. Ja. Ja, aber hier bist du nicht. Ja, aber ich bin ja hier. Ja, aber hier ist nichts. Ah ja, so. Magentabletten, ne? Das brauchen wir ab und an bei uns. Ja, ich hab auch schon eine Packung mit hier. Also ich hab keine Süßigkeiten, ich esse Magentabletten. Hier oben sind noch Glasfasern, die ich nie aufheben kann. Boah, ja, so nach Weihnachten und so, weißt du, kann man auch durchaus mal Magentabletten brauchen. Was stehst du hier, Coach, und starrst die Wand an? Nee, ich hab gerade abgeladen. Ja. So ein Mist. Da geht der Coach mal wieder die Antennen klauen. Koja, denk dran, ne? Wenn du jetzt in deinem Alpha da gerade zugange bist, das Rote ist unser Raumschiff, ne? Das Rote. Ja, kann sein. Das hätte ich eben auch schon fast, Ach. Wie soll ich sagen? Das ist der Raumschiff. Weißt du, der...
Der Coach hat seins eh schon so zugerichtet. Weil ich mich todesmutig in die Schussbahn geschmissen habe. Man kann das auch todesmutig nennen, ja. Todesdämlich. Weißt du, der Konstruktor ist voll. Ja, die Dings auch. Die Frachtboxen 1 bis 4 sind, glaube ich, auch voll. Die macht Witze. Nö. Nee, 4 müsste noch Platz sein. 4 habe ich einen Treibstofftank gelootet. 4 habe ich gerade ziemlich voll gemacht. Also. So. Ja, ist aber schade. Wie ist denn das jetzt? Man könnte jetzt hier nicht irgendwie anbauen, umbauen, das Ganze für sich nutzen. Also oder? Früher ging das. Da konntest du das Ding dann umbasteln. Aber jetzt halt nicht mehr, wo man das Ding nicht setzen kann, diesen Block. Ne? Diesen. Weiß nicht, ob das vielleicht ein Bug ist. Normalerweise ging das. Dann konntest du deinen Kern reinbasteln. Und dann konntest du die, wenn du nicht alle Geschütze weggeschossen hattest, dann haben die halt für dich gearbeitet. Ja, dann war das halt quasi deine Basis, genau. Ja. Hm. Könnte es daran liegen, dass wir schon eine Basis als Tribe haben? Dass eine du kannst so viele Basen haben, wie du lustig bist. Okay. Okay, ja, wollen wir das andere Ding auch noch machen? Oh, jetzt ist endlich mal wieder Tag, dann kannst du auch wieder pissen. Wunderbar. Ja, nee, klar, kann man machen. Dann gehen wir noch zum anderen. Und wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich bin abfahrbereit, Xavi. Wie sieht es bei dir so aus? Moment. So. Ne? Hilf. So. Ich noch Munition? Ja, ein bisschen habe ich noch. Achso, ja, das sollte ich vielleicht auch nochmal reingucken. Munitionskiste. Oh ja. Muss. Muss? Muss gehen. So, das war Spaceport, dann schauen wir uns jetzt noch das. Warum? Fortress an oder? Ja, warum hat er so ein Side-Trip-Shift? Hast du immer noch nicht gesessen? Nein, ich hab doch gesagt, Moment. Das war vor 5 Minuten. Ja, Moment heißt mindestens eine Stunde. Ja, zum Fortress hätte ich jetzt gesagt. Ja, okay. Haben wir die Raumschiffe gerade repariert nach der Aktion hier? Also, ja, ich hab meins gerade. Meins auch? Repariert. Du bist doch gar nicht getroffen worden. Was hatte ich für eine böse Lüge? Sekunde, ich muss das gerade mal. Hippo. Du machst Witze, Xa, du bist immer noch nicht fertig. Nein! Ich sag schon, wenn ich mich hingesetzt habe. Was tut der Kerl? Ja, ihr schmeißt einfach kunterbunt alles in die Kisten rein und meckert, dass kein Platz ist. Dabei kann man das alles wunderbar zusammenstecken. Ja, aber das macht ja auch automatisch, wenn du das mit Shift und Dinger machst. Ah, jetzt kann's fliegen. Dann packt ihr das doch zusammen. Ja, genau. Ja, schon, aber wenn du, sagen wir mal jetzt, Metallplatten hast und du 5 Metallplatten in die eine Kiste, 10 in die andere und 15 in die andere schmeißt, dann hast du 3 oder 4 Plätze belegt mit einem und demselben Zeug. Da hat er ja recht. Da hat er ja auch recht, aber das wäre jetzt auch viel zu lange, wenn wir alle sortieren würden. Ja, nee, ja. Du schmeißt einfach alle Materialien in den Fabrikator und alles, was schon fertig gebaut ist, verteilst du über die Kisten. Ja, das kann ja doppelt sein. Also, hier ist Fortress. Oh, Coach wird schon beballert, sehe ich gerade. Haben die ein bisschen Reichweite? Kann das sein? Die haben noch Reichweite, ja. Alter! Das sind die Laser, oder? Alter! Ja, das sind die Pulslaser, die die haben. Mich wieder verzogen. Aber Alter, das Problem ist, direkt dahinter ist die Drone Bay und dahinter ist die Drone Base. Alter, ich muss weg. Ciao. Aber einen hab ich. Oh, die Drone Base, ich bin hier auch gerade. Das ist ein bisschen schade, man kriegt also ein bisschen wenig. Hab ich weg. Vorne. Der Fortress schießt kaum noch. Kaum noch? Aber die Drone Base, ja, das Fortress schießt nur noch mit einem Geschütz. Nee. Das Fortress hat noch mindestens 2. So, die zweite ist auch weg. Also, das Gros des Feindfeuers kommt jetzt gerade vom und also Fortress ist jetzt weg. Jetzt muss ich muss jetzt erstmal landen und reparieren. Na, dann landet da mal, Hippo. Dann reparieren wir. Kann man auf die Drone Base machen. Ich fliege mal grob Richtung Outpost. Da ist so eine Fläche hier davor.
So, dann komm zurück. Bremst doch mal ab. So. Ah. Bums. Alter. Aua. Also ich bin jetzt auf der einen Seite von der Fortress. Wir sind gelandet, Xar. Ja, du musst da mal kurz aussteigen, bitte, bei dir. Bin ausgestiegen. Ah, hat ja, auch gehört. Ich musste da erst immer rein, ich hab wieder... Was ist jetzt los? Sitzt einer drin? Ja, ich musste da rein, bei dir war wieder Dauerton. Ach so. Also ich bin auch, was Munition angeht, an meinem Jäger bin ich auch blank. Ja, der hat noch hier... Roya hat noch über 2000 Schuss von den 5, die er hatte. Mhm. Ja, ich hatte auch nur 3000 Schuss. Ich habe jetzt echt gut kassiert hier. Oh, ja. Aber das ist gar nicht. Du hast auch einen Klotz verloren. Achso. Hab ich einen Klotz verloren? Ja, nur einen kleinen hier. Achso, so eine schräge. Ich mal kurz ein bisschen hoch, Moment. Das ist ein Problem. Also ich glaube, hier ist nichts nicht kaputt. Das Problem ist jetzt natürlich, dass die Drohnenbase von der einen Seite rüberschießen kann. Ja, ne? Die machen wir jetzt noch platt, die Drohnenbase. Ja, ich dachte, die Fortress. Das ja, aber die Drohnenbase zur Drohnenbase fliegt ja jetzt einfach noch mit dem Ratazong. Ja, einfach landen bitte. Ja, ich habe keine Munition mehr, ne? Gar keine. Ich kann dir nicht mehr helfen mit meinem Jäger. Ja, dann versuch ein bisschen abzulenken, einfach, dass du die Schüsse auf dich ziehst, dann kann ich ballern so lang. Okay? Bitte was? Ja, genauso wie ich das beim ersten gemacht habe. Wenn du fliegst, Coach, permanent, so wie ich das gesehen habe, nehmen die Geschütze immer denjenigen, der als nächstes ist. Dann gehst du relativ nah ran und fliegst die ganze Zeit im Kreis um die Basis. Dann wirst du kaum getroffen, wenn du in Bewegung bist. Da ist ja einer rausgefallen bei euch aus dem Schiff. Ja, ich laufe jetzt. Ja, warte, mach ich gleich. Ich muss eben meinen Rucksack nochmal wieder einpacken. War der rausgefallen bei euch? Was ist mit dir? Was hast du denn gemacht, Coach? Ja, du bist von der Stormbase verballert worden. Man könnte sagen, es kam wieder das eine zum anderen und das andere zum einen. Und unterm Strich lag ich da tot. Ja, was ist denn jetzt hier los? Warte. Lauf. Warum? Das sind noch ein paar Meter. Jetzt steig hier ein für Fuß. Ach, da ist noch ein kleines. Ach, hier so ein kleines Geschütz ist da noch. Ich auf. Hey, Coach, kann man die Thronebase machen? Die ballert nämlich hier ganz los. Hä? Hörst du mir zu, wenn ich was sage? Ja, da ist noch ein kleines Geschütz, ja? Nein, ich habe gesagt, ich muss erst meinen Rucksack wieder einsammeln. Ich dachte, den hättest du jetzt schon längst. Das sind ja nur 100 Meter. Ja, unglaublich. Unglaublich. Ich bin doch nicht ewig Stiefel. Komm, ich mach das. Ich schnapp mir hier dem Coachstein-Ding. Ja, oder so. Ah. Die Drohnen kommen, glaube ich. Das war ne... Das sind Truppentransporter. Ah, ja, und ja, aber eine Kanonendrohne ist auch noch bei. Ja, eine Kanonendrohne auch noch, stimmt. Wollt ihr mich verarschen? So, ich flieg hier. Ja, ich seh's ja. So, jetzt versucht da in Bewegung zu bleiben, dann kann ich versuchen. Ja, ich bin in Bewegung. Alter! So, Geschütz 1 ist weg. Ihr werdet noch von der Seite beschossen hier, ne? Kann ich dir nur was so sagen. Oh, Alter. Feindlicher Truppentransporter. Der Truppentransporter setzt zur Landung an. Ja, da müsst ihr euch drum kümmern, ihr zwei. Ja, schon einmal. Mit denn? Mit eurer Muni. Oh, ich habe hinten auch ein Geschütz ausgeschaltet. So, Truppentransporter ist down, der erste oben. Also die Fortress hat jetzt keine Außengeschütze mehr. Ne, die Fortress hat nichts mehr. So, da ist auch noch ein Geschütz weg. Klar, hat's noch eins. Echt jetzt wo? Aber auf wie schießt die nicht mehr hier? Jetzt hat die Fortress nichts mehr. Alter. Das? Was schießt hier noch? Hier ist eine Minigun-Drohne. Die fliegt um das Fortress rum. Wo? Ah, da ist sie, okay. Down. So, war's das? Ja, ich habe alle Geschütze an der Drohnenbase auch down. Alter, puh.
Alter Vater. So, ich glaube, ist eine neue Kanonendrohne gespawnt. Was? Bei der Dropbox ist eine neue Kanonendrohne. Wichtig ist, dass die Geschütze weg sein darf. Dass sie uns hier nicht behaken, wenn wir hier an die Kanonendrohne ist down. Machen wir, dass die Drone Base halt platt, oder? Dass er nicht ständig neue Schiffe nachspawnt. Wer jetzt auch meine. Das Problem ist, die Drone Base hat so ein verbuggtes Geschütz drin und da werden wir jetzt nicht viel Spaß mit haben. Ach Quatsch. Alles easy. Kämpft da einer von euch? Ja, ich hab gerade einen mit einer Rakete zerlegt. Okay. Wenn nur so ein paar Alien. Der Sack. Ja, wegen mir kann man auch dann das Fortress machen, also mir ist das. Also dann machen wir erst Fortress. Also ich stehe hier noch am Fortress. So. Ja, ich auch. Ich repariere gerade kurz seine Mühle hier. Ja, ich repariere meine ganz kurz. Ich muss mal mein Cockpit ist quasi nicht mehr vorhanden. Geht's, Xa? Du klingst so ein bisschen leidend. Ja, so ein Minigun-Alien-Futzel. Ja, also. Ich habe gerade eine ganze Ladung an mein Cockpit reingehauen. Ja, aber wo hat denn das Ding hier Eingang, ey? Ich habe keine Schnauze mehr im Übrigen, das wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, das ist halt, das ist ja auch das ziemlich das billigste Raumschiff, deswegen. Ja, aber es ist. Aber es hat einen tollen Dienst geleistet, also tut mir. Ja, Schifffahrt hat das Song. Aber warum, warum hatten das. Wie lange dauert denn so ein Ding zu reparieren? Lebenspunkte. Ja, bitte rechts unten in der Ecke. Ja, jetzt. Ja, jetzt hat es 700 von 700. Keine Ahnung, ja, wie viel es hatte. Es hatte wahrscheinlich nur noch einen von 700 oder so, mein Cockpit. Das kann gut sein. Ich habe da jetzt ewig dran gebaut. So. Oh, ist das hier? Hier ist ein. Aua! Was passiert? Oh. Was war das? Da war, ich weiß nicht, war irgendein Der Drohnentransporter hat ein paar Dings abgesetzt noch vorher. Okay. Bevor du abgeschossen hattest. Zwei habe ich schon zerlegt, aber da scheint wohl irgendwo eine gewesen zu sein. Wenn ihr mir jetzt sagt, wo hier der Eingang ist an diesem Teil, ne? Ich sehe hier Fensterfronten, aber ich krieg hier dann mach mal so ein Fenster kaputt. Geh doch schnell. Ja. Krieg ich mit der normalen Munition nicht kaputt. Da müsste Koja versuchen. Ja, kann ich machen. Aber dass man eine Minigun zerballern kann. Kann ich machen. Ich hab nur momentan ein bisschen Steuerproblem mit dem Raumschiff. Fenster offen. Ist auf? Jo. Wobei, braucht noch eine Rakete. Moment. Nein, Raumschiff bremst nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, weil du vorne keine Düse mehr hast. Ja, vorne die Düsen sind weg. Alter. Ich hab hier gerade ein ganz anderes Problem. Ich bin hier gerade irgendwie in diese Basis reingebackt und stehe jetzt hier in so einem Gang und keine Ahnung, wo es hier rausgeht. Jo, Gott. Da heißt ja, wo backt sich immer in irgendwelche Basen rein? Unten drunter, ja. Backe, backe, Kuchen. Backe, backe, Basis. So, ich bin jetzt in der Basis drin. Ja, Moment, ich komme sofort zu dir. So, bin da. Ja, pass auf, da ist ein Porter da vorne. Geht nicht, scheiße, ich habe nicht kaputt. Ich sag, wir sind drin. Ja, ich komm. Ja, ich dachte, die hält nichts aus, aber. Also mit der Minigun ging es eh recht. Sieht mal schnell zu, dass ihr den Kern findet. Ich konnte hier gar nichts machen. Vorne ist der Kern, da ist Geschütz. Mach du den Kern, ich mach das Geschütz da. Warte mal, aber an den Kern komme ich nicht. Da sind diese unkaputtbaren Gitter außenrum. Aber hier ist doch so ein Rolltor hier vorne. Hier. Das ist ein. Hier. Aua! Aua, da ist noch so. Ja, ich mach das Ding. Jetzt mal rein. Ah, ist das Rolltor, ja, okay. Hier ist das Rolltor, da kannst du kaputt schießen. Ja. Da wo die Schiffe stehen, ist ein Fenster von der Seite, ist ein Fenster. Gesehen. Ja, noch einmal ist das Ding weg. Naja, ich musste gerade mal mich ein wenig beleben. Jupp. So, welch ist es? So. Hippo, du solltest jetzt rauskommen. Ist da schon wieder dran. Ich beiß den Tisch hier. Ey, sag mal. Ach, ist doch alles nicht wahr. Ich glaube, hier ist schon alles gelootet, bevor wir drin waren. Der Kern ist raus, oder? Ja, der Kern ist raus. Ja, den haben wir zerlegt. Das war diesmal schön simpel. Aber mein Schiff ist wirklich nicht mehr vorhanden, also die ganze Schnauze ist echt böse. Also,
Muss ich mal so sagen. Das war halt aber auch echt fies alleine gegen das. Das glaube ich. Dann machen wir die Drone Base jetzt aber auch noch. Jo, wollte ich schon sagen. Ja, ich habe keine Munition mehr, ne? Gar keine mehr. Also jetzt ja in deinem Schiff nicht, okay. Ja, ja, ja gut, und mein Schiff hat quasi auch nichts mehr vor als Schutz vorm. Also vorm Cockpit ist einfach nichts mehr. Ja gut, aber es ist ja jetzt auch nichts mehr, ne? Wir brauchen die Schiffe doch auch gar nicht mehr so unbedingt. Das sind die Drohnen, aber die kriegen wir ja auch so weg. Ja, die ja auch klar. Ja. Achso, ja, stimmt. Ja gut. Wir müssen halt den Eingang haben, ne? Ja, das kriegen wir schon hin. Also das kann ich ja nochmal ballern. Dafür reicht mein Schiff noch. Es darf nur keine Gegenwehr mehr kriegen. Dann ist mein Schiff halt ganz schnell platt. Ja, Front ist nicht mehr da. Front ist einfach weg. Na dann, ich tingle schon mal rüber. Ja, tingle mal hin. Ich tingle mit, warte, Xa. Ja, ich muss mal ganz kurz, noch rüberladen. Bleib mal noch stehen mit dem Frachter. Ich lasse, wir tingeln, glaube ich. Ja gut, ich nehme mein Schiff auf jeden Fall, weil wir müssen ja gleich mal ballern. Ja, das sind nur 200 Meter. Warte, Max, da. Ja, ich muss ja eventuell ballern, darum brauche ich noch mein Schiff. Du bist ja nicht klar. Aber hier, guck mal, die Drohnenbase ist anders. Hier, da brauchst du keinen. Bei uns brauchst du doch hier von wegen mit hoch und so. Hier brauchst du hier nicht. Guck mal. Bei uns brauchst du doch von wegen hier mit hoch und so. Naja, mit Lift, aber das ist hier alles ein bisschen... Kann mein Schiff ist fast nicht mehr zu steuern. Eben eher hier. Ja, das stimmt. Muss ich irgendwo ballern? Glaub nicht. Du hängst da so ein bisschen komisch. Ja, ich hab halt keinen. Truppen dann... Ich hab halt keinen Schub zurück mehr. Alter. Ja, zurück ist auch was für Feiglinge. Ja, wenn du dann irgendwo da hängst. Alter. Oh, da fliegt ein Truppentransporter durch die Gegend. Ja. Muss mein Schiff gleich aufgeben. Ich auf mich schießen. Das wird doch aufgefallen. Sonst noch irgendwo was? Nö. Okay, ich versuch mal da hinzukommen. Ich lande einfach mit Motor aus. So, gehen wir runter, Xa? Bam. Los geht's. Ja, pass auf das eine Geschirr, obwohl das dürfte jetzt ja nicht mehr da sein. Ich höre was blinken, aber ich sehe es noch nicht. Wo seid denn ihr? Gibt noch Status. Teleportron noch. Ja, hier war ein Geschütz, da ist noch eins. Ah, okay, die Treffs finde ich auch. Okay, zwei Geschütze habe ich, ich weiß nicht, ob hier noch eins ist. Da ist nichts. Das ist, ja. Obwohl alles. Voll viel. Dann können wir gerade wieder hoch, wa? Mhm. Ja, gut, hat jemand schon... Einen Kern habt ihr noch nicht gesehen irgendwo, ne? Ja. Okay, dann schauen wir mal. Hier ist auch noch. Oh. Fertig, Coach. Und runter. Geht's auch runter? Aliens. Oh, Und eine Minigun, scheiße. Okay. Alter. Okay, ich glaube, das waren alle. Ja, sind Spawner. Das ist noch geschützt. So. Eigentlich auch, du blöde Tür. Da war noch ein Geschütz. Da ist noch ein Geschütz hinten in der Ecke, glaube ich. Ja. Ist weg. Aua. Ich weiß nicht, was mich jetzt erschossen hat. Ja, das war das Geschütz da vor dir. Jetzt hab ich doch weggeschossen. Ja, aber du bist mit der letzten Kugel von dem Geschütz, bist du gestorben. Ach, das ist ärgerlich. Ja, ich glaube. Ach, das ist ja nicht hier. 80.000 Kilometer. Warte mal, jetzt schießt hier wieder irgendwas auf mich. Ich wollte gerade sagen, irgendwas schießt hier gerade wieder. Was ist denn hier los? Ach, da ist ein Spawner. Ach, da. Hier war noch ein Geschütz in der Ecke. Okay. Boah, was sind das denn für abgefahrene Teile hier? Ventilator, okay. Sieht komisch aus. Oh, hier geht's nochmal runter.
Auch weiter. Kommt ihr mal zu uns? Coach? Ich hab, ja, ich muss ja sowieso. Achso, du bist jetzt zum. Was liegt dir da im Beutel schon wieder rum, Coach? Ja, ich komme sofort. Im Coach ein Beutel. Ich komme sofort meinen Beutel holen. Der Coach hat seinen Turnbeutel wieder vergessen. Den können wir schon mal da runter, komm. Turnbeutelvergesser. Ja. Okay, ist safe. Klingt nicht so. Okay, Scheibe ist kaputt. Da hinten ist ein Alien, mehrere Aliens. Hey. Vorne, oder? Ja. Um. Irgendwas grunzt hier gewaltig. Ja, hier ist noch vorne irgendwo. Da hinter der Tür. Und ihr auch? Ja, ist eine Tür. Warte, ich hab einen Raketenwerfer. Geht mal kurz zur Seite. Was ist das denn gewesen? Was war das denn? Tot. Mami? Tür. Achso, ich dachte Mami. Nope. Oh oh. Mac. Tot. Noch einer. Noch einer. Auch tot. Waren noch zwei, oder nicht? Hier ist eine Tür. Ah, ich mach auf. An drei sogar. Ich habe nur einen gelootet, habt ihr? Bis auf. Oh. Oh, Geschütz hinten. Ja, warte, ich kümmere mich. Eieiei, so hier, stopp mal kurz, bleib mal stehen, kommt mal zurück. Wir müssen mal Folgenpause machen, wir sind schon wieder bei über 30 Minuten. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, räumen hier noch ein bisschen auf und ich würde sagen, bis dahin, oder? Oder sind wir hier gleich fertig? Irgendwo kommt nicht mehr schwer. Ach komm, gibt's halt noch eine lange. Gibt's halt noch eine lange. Es war ja gerade Weihnachten, weißt du? Genau. Da können wir ja oder andererseits, wenn wir das noch alles looten. Oh, hier ist ein lila Ding. Das sollte man uns merken. Das wäre bestimmt cool, wenn wir jetzt wissen, wo der Kern ist. Ja, also komm, dann machen wir nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut und ciao. Ciao.